ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Einer der mutmaßlichen Mörder von Karlsruhe ist gefasst. Nach einer dramatischen Verfolgungsjagd stellte die Polizei heute im südbadischen Singen Günther Sonnenberg. Der 22-Jährige wurde seit dem Attentat auf Generalbundesanwalt Buback und seine beiden Begleiter vor knapp 4 Wochen gesucht. Er soll seinerzeit das Motorrad beschafft haben, von dem aus die tödlichen Schüsse fielen. In Sonnenbergs Begleitung war die Terroristin Verena Becker, früher Mitglied der Bewegung 2. Juni. Sie war im März 1975 mit 4 anderen Terroristen gegen den entführten Berliner CDU-Politiker Lorenz ausgetauscht und in den Südjemen geflogen worden. Bei der Verfolgungsjagd kam es mehrfach zu einem Schusswechsel. Dabei wurden auch 2 Beamte verletzt, einer von ihnen schwer. Sonnenberg erhielt einen Kopfschuss und schwebt in Lebensgefahr. Seine Begleiterin wurde im Bein getroffen. Ein Fotograf des Singener Wochenblattes war zur Stelle, als die beiden abtransportiert wurden. Ihre Identifizierung zog sich mehrere Stunden hin. So war Sonnenberg für den ebenfalls gesuchten Knut Volkerts und Verena Becker für Juliane Plambeck gehalten worden. Die 24-jährige Terroristin wurde inzwischen in die Strafanstalt Stuttgart-Stammheim gebracht. Nun zu den Schauplätzen der Verfolgungsjagd und der Festnahme heute früh in Singen. Es berichtet Hartmut von der Tann. Singen am Hohentwil, Fußgängerzone in Bahnhofsnähe. Hier betraten heute Morgen gegen 8.30 Uhr ein Mann und eine Frau mit einem Rucksack ein Café. Gegen 8.40 Uhr kommt eine weitere Frau in das Café, verlässt es aber sofort wieder, um die Polizei zu alarmieren, weil sie glaubt, in den beiden Anarchisten erkannt zu haben. Die Bedienung des Cafés. Der Herr hat, die Polizei hat den einen Gast gefragt, also den Herr Volkert, ob er so nett wäre und würde ihm den Ausweis zeigen. Hat er im Moment dann gemuckst und sie hat in der Handtasche rumgenullt, rumgemuckt. Und dann hat er gesagt, ich möchte Ihre Papiere sehen. Hat er gesagt, können wir das nicht draußen machen? Hat er gesagt, nein, zeigen Sie es mir hier. Und dann ist der Volkert aufgestanden, hat bei mir bezahlt und ist dann rausgegangen mit der Polizei. Und was dann passiert ist, war bei mir die Tür zu. Es waren nicht Volkerts und Plambeck, wie zuerst verbreitet, sondern die mutmaßlichen Anarchisten Günther Sonnenberg und Verena Becker, die hier einen Kilometer entfernt plötzlich das Feuer auf die Polizeibeamten eröffneten. 8 Schüsse fielen, beide Beamten wurden verletzt. Die Täter flüchteten zunächst zu Fuß, dann, etwa 50 Meter weiter, bedrohten sie den Fahrer eines dort haltenden Fahrzeugs, ein Augenzeuge. Der Mann, also der Volkerts, hat ihm die Fahrt hier aufgerissen und hat ihm die Pistole an den Kopf gesetzt. In dem Moment habe ich geschrien, Überfall, und in dem Moment haben wir die Polizei angerufen. Und von der Sekunde ab waren wir ununterbrochen mit der Polizei in Verbindung. Dann haben die den Wagen abgewürgt, der Autofahrer ist verstört rausgerissen worden, dann haben den Wagen abgewürgt und dann sind sie die eine Straße, die Alpenstraße, vorgefahren und sind in Richtung See. Wilde Flucht durch die Singener Innenstadt. Die Polizei verfolgt die zunächst Richtung Autobahn fahrenden Täter. Ein weiteres Feuergefecht findet statt. Dann verfehlen die Täter die Autobahnauffahrt und geraten in diese Sackgasse. Hier an dieser Stelle, am Ende einer Sackgasse, an einem Weg, der nicht zur Autobahn geführt hat, die etwa dort drüben in 200 Meter Abstand liegt, endete die wilde Jagd durch das Stadtgebiet von Singen. Hier an dieser Stelle stellten die beiden mutmaßlichen Terroristen den von ihnen gekidnappten Wagen ab und flüchteten zu Fuß weiter bis dort hinunter zu der Ackerspitze an der Ach. Dort erreichten sie die Kugeln der Polizei. Sie wurden in das Singener Kreiskrankenhaus gebracht, in das inzwischen auch schon die Polizeibeamten eingeliefert worden waren. Der behandelnde Arzt. Also der eine von beiden Polizeibeamten ist schwer verletzt. Er hat verschiedene Durchschüsse und zwar mit großkalibrigen Projektilen. Und der andere Polizeibeamte ist nur leicht verletzt. Der hat eine Durchschussverletzung am rechten Unterarm. Also der wird in ein paar Tagen heim können. Ne? Der schwer verletzte Polizeibeamte kommt nach menschlichem Ermessen durch, gell? Also wenn da nicht irgendwelche groben Komplikationen kommen, dann ist alle Aussicht, dass er das übersteht. Die Operation selbst hat er gut überstanden. Dann der schwer verletzte andere Mann, den wir versorgt haben, den Namen weiß ich nicht. Der hat einen Schädeldurchschuss. Das ist eine ausgesprochen schwere Verletzung, wie sich jeder vorstellen kann. Und die Prognose ist sicher sehr dubiös. Und dieses Mädchen, was dabei war? Das Mädchen, das dabei war, das hatte einen Unterschenkeldurchschuss. Zum Stand der Fahndung nach den Mördern von Karlsruhe haben sich heute nach dem Erfolg in Singen die zuständigen Stellen in Bonn, Wiesbaden und Stuttgart geäußert.
Der baden-württembergische Innenminister Schieß antwortete auf Fragen von Gerhard Mayer. Gibt es Hinweise, dass die Anarchisten sich in der Umgebung von Singen in den letzten Wochen aufgehalten haben? Nein, das gibt es auch nicht. Wir waren völlig überrascht. Daher auch die Art und Weise, wie der Tatvorgang sich abgespielt hat. Es gab Hinweise aus der Bevölkerung und es wurde gewissermaßen routinemäßig in dem Café dann durch zwei Beamte, die gar nicht besonders geschützt waren, diese Kontrolle vorgenommen, weil man eben den Hinweisen folgen wollte. Es war keineswegs in irgendeiner Weise uns bekannt, dass in diesem Raum ein Schwerpunkt sein könnte. Kurz nach den Festnahmen in Singen löste die baden-württembergische Polizei eine Fahndung aus. Schwer bewaffnete Beamte suchten vor allem nach dem Fahrer eines silbergrauen BMW, der eine Polizeisperre durchbrochen hatte. Der Wagen war bei Gainsheim, Kreis Bad Dürkheim, leer aufgefunden worden. Am Nachmittag nahm die Polizei zwei Männer fest, die das Auto am Sonntag in Stuttgart gestohlen haben sollen. Ob die Festgenommenen Verbindungen zur Anarcho-Szene haben, steht noch nicht fest. In Bonn berichtete Bundesinnenminister Mayhofer, dass die beiden Terroristen eine Maschinenpistole des Typs bei sich gehabt haben, der auch bei der Ermordung Bubaks und seiner Begleiter verwendet worden ist. Es sei aber noch nicht geklärt, ob es sich tatsächlich um die Mordwaffe handelt. Mit Mayhofer sprach Dirk Schaaf. Herr Minister, ist mit den Festnahmen von Singen das Haupt der Attentätergruppe gegen Bubak gefasst? Wir haben da mit aller Wahrscheinlichkeit einen der drei mutmaßlichen Mörder Bubaks gefasst. Aller Wahrscheinlichkeit auch das Haupt der Restbande Haag. Und ich glaube, dass wir dies vor allem der Entschlossenheit unserer Polizei zu danken haben, die ihr buchstäblich ihr Leben aufs Spiel setzt, solche Terroristen zu fangen, aber auch der Mitwirkung unserer Bevölkerung, auf die es ganz entscheidend ankommt bei einer solchen Öffentlichkeitsfahndung. Der Fahndungserfolg von Singen beruhte auf einem Zufall. Jedenfalls war Singen kein Fahndungsschwerpunkt. Bedeutet das nicht, dass die Fahndungsmaßnahmen der Polizei überprüft werden müssen? Und schauen Sie, das ist der Erfolg sicher auch mit, nicht nur von Zufall, sondern von Öffentlichkeitsfahndung. Denn solche Hinweise auf der Bevölkerung ergehen ja nur, wenn jemand diese Personen erkennt, aufgrund der Bilder, die hier in die Öffentlichkeit gebracht worden sind. Und ich glaube, das ist gerade die Stärke des Rechtsstaates, dass er auf eine solche Mitwirkung der Bevölkerung zählen kann. Wir werden sicher unsere Fahndungsmaßnahmen kräftig weiter fortsetzen, aber wir haben keinen Anlass, neben der gezielten Fahndung, die wir ja betreiben, nun auch die Öffentlichkeitsfahndung anders anzulegen, als sie bisher läuft. Sie bringt sichtliche Erfolge und ich glaube, es sind nicht die letzten. Wegen des Attentats von Karlsruhe werden auch der 24-jährige Christian Klar und der 27 Jahre alte Knut Volkerts gesucht. Zunächst hatte man geglaubt, ihn zu haben. Im Zusammenhang mit den beiden heutigen Festnahmen hat das Bundeskriminalamt in Wiesbaden einige Fragen. Es will wissen, wo Günther Sonnenberg und Verena Becker in den letzten Tagen aufgetaucht sind, welche Namen sie trugen und mit wem sie Kontakt hatten. Es gebe Hinweise, dass sie sich in Süddeutschland, in der Schweiz, aber auch im Ruhrgebiet aufgehalten hätten. Ich verbessere, dass sie sich in Südwestdeutschland, in der Schweiz und im Ruhrgebiet aufgehalten hätten.